Man kann sich nicht für alle Probleme, die es auf der Welt gibt, wirklich so engagieren. Und insofern sucht sich jeder irgendwo etwas aus. Aber es gibt so viel Leid, dass man sich irgendwo arbeitstechnisch wirklich beschränken muss. Ich möchte hier, ich kann das jetzt nicht groß machen, weil ich jetzt auswählen muss, an den Anfang erstmal das Zitat von einem US-amerikanischen Sozialmediziner stellen, der etwas sehr Wichtiges sagt, nämlich, wenn die Mutter während der Schwangerschaft Hunger leiden muss, dann hat das die Auswirkung auf das ganze weitere Leben des Kindes. Das ist ein ganz wichtiger Befund, den ich jetzt Ihnen sozusagen mit verschiedenen Folien einfach belegen wollte, aber das jetzt einfach mal so in den Raum stelle. Wir sprechen jetzt nicht über Armut und eventuelle Fehlernährung in Deutschland, sondern wir sprechen über extreme Armut und extrem Hunger auf der Welt, wo die Zahlen etwa so sind, dass fast eine Milliarde Menschen davon betroffen sind. Und diese Milliarde Menschen, das sind natürlich Männer, Frauen und Kinder zusammen, stellen sozusagen eine psychosoziale Umgebung dar, in der Frauen schwanger sind und in denen sich die ersten 3 bis 4 Lebensjahre eines Kindes abspielen. Und wenn in der Schwangerschaft, und da muss er wieder noch einmal unterscheiden zwischen der Frühschwangerschaft und der Spätschwangerschaft, wenn da die Mutter extremen Hunger trifft, dann hat das für das Kind extreme Folgen auf die Entwicklung des Gehirnes und die Vorbereitung von verschiedensten Persönlichkeitsstörungen. Es gibt 3 wichtige Gehirnwachstumsphasen, die wir da beachten müssen. Und zwar einmal haben Sie von der 10. bis 18. Schwangerschaftswoche die sogenannte Zellteilungsphase, wo allerdings im Überschuss Gehirnzellen produziert werden. Diese Phase ist, weil da sozusagen, also bei der Geburt haben wir 100 Milliarden Zellen, da wird etwa das Doppelte produziert. Da müssen natürlich für die Produktion dieser Zellen ganz viele Nährstoffe zur Verfügung gestellt werden, vor allen Dingen eben Eiweiße, aber auch Fette. Und wenn die fehlen, dann hat das erhebliche Folgen. Also in dieser Zeit, und diese Zeit spielt normalerweise für den Hunger nicht so eine große Rolle, sondern was da eine Rolle gespielt hat, sind zum Beispiel Radioaktivität Hiroshima. Aber es gibt auf der Welt 2 große Hungerkatastrophen. Das ist der holländische Hungerwinter im Zweiten Weltkrieg 1944-45 und eine schwere Hungerkatastrophe in China. Und besonders bei der holländischen Hungerkatastrophe wusste man natürlich, in welchem Schwangerschaftsmonat die Mütter waren und konnte da sozusagen wissenschaftliche Untersuchungen vornehmen oder Nachuntersuchungen. Ja, also wir können zum einen festhalten, dass Hunger sowohl in der Schwangerschaft als auch in der frühen Kindheit das Gehirn sehr schädigen, und zwar deshalb, weil, und jetzt kommen wir zu der zweiten wichtigen Phase, um die Geburt bis zum 3. Jahr werden die im Überschuss produzierten Zellen miteinander verknüpft. Und diese Verknüpfung erfolgt sozusagen nach dem Gesetz Use it or lose it, das heißt, von Genen vorgegebene Bahnungen müssen benutzt werden. Wenn die nicht benutzt werden, weil also bestimmte Anforderungen nicht sich stellen, gehen diese Dinge wieder unter und unter Umständen sozusagen fürs ganze Leben. Ein besonderes Beispiel für diese Katastrophe, die da eintreten kann, sind die rumänischen Waisenkinder, die also unter extremen Bedingungen in den ersten Lebensjahren in diesen Heimen aufwuchsen und an denen man sozusagen die Folgen von extremem Hunger sehen konnte, aber auch eben die Entwicklungen, die, wenn diese Kinder dann in Adoptivfamilien gegeben worden oder in ein Milieu kamen, wo sie
ausreichend zu essen hatten und auch ausreichend, sagen wir mal, menschliche Wärme. Trotzdem sind diese Schäden zu einem großen Teil bestehen geblieben. Und in dieser Phase, der sogenannten Verknüpfungsstadium, finden auch wichtige Prägungsprozesse statt. Ein bekanntes Beispiel ist das zum Beispiel das Sprechenlernen. Wenn ein Säugling nicht in einem bestimmten Zeitabschnitt hört, werden die angelegten Bahnen, die also von den Genen angelegt werden, aber die sozusagen nicht genutzt werden, wieder abgebaut, sodass also dann nach dem zweiten oder dritten Lebensjahr eine normale Hör- und Sprechfunktion sich nicht mehr ausbilden kann. Dies, ein anderes bekanntes Beispiel ist also das räumliche Sehen. Wenn die Beidäugigkeit sich nicht richtig ausbildet in diesen frühen Jahren, lernt dieses Menschenkind später nicht mehr richtig räumlich zu sehen. Und wir wissen auch, dass also in diesen ersten Lebensjahren sich entscheidende Prägungsabläufe auch sozusagen für die Persönlichkeit abspielen, dass also nicht nur solche Dinge wie Sehen und Hören und räumliches Wahrnehmen da die Grundsteine gelegt werden, sondern auch die Grundsteine für die Persönlichkeit. Ja, vielleicht ist das auch noch wichtig, dass wir ja sehr häufig in Armutsgebieten das Problem von Alkohol- und Nikotinmissbrauch haben. Frauen, die also während der Schwangerschaft rauchen oder auch Alkohol zu sich nehmen, was gerade in den sozial benachteiligten Schichten gerade auch häufig passiert, haben auch eine sehr starke Chance, dass dann die Kinder dadurch Schaden erleiden. Ja, was für psychosoziale Umgebungen Kinder auf unsere Welt sozusagen hineingeboren werden, wollte ich Ihnen hier also mit diesem sozusagen zweiten Katastrophenbild. Das erste Katastrophenbild waren also die Hungerzahlen, die also auf der Welt existieren. Man sieht also hier, mit welchen enormen Zahlen auf dieser Welt gerechnet werden muss, wobei die Zahlen, die ich hier habe, noch nicht mal die aktuellsten sind. Leider wissen wir, dass in den meisten Bereichen jetzt die Zahlen zunehmen und durch diese Finanzkatastrophe, die sich im Augenblick abspielt, wird das natürlich noch schlimmer werden. Bei diesem ganzen Thema müssen wir uns immer vorstellen, dass es keine Monokausalität gibt, sondern dass die verschiedenen Risikofaktoren sozusagen miteinander in Interdependenz stehen, beziehungsweise dass sie aufeinander aufbauen. Also wenn ein Kind auf die Welt kommt, was also bereits in der Schwangerschaft durch mütterlichen Hunger Schaden genommen hat und es kommt dann nochmal in psychosoziale, sehr schwierige Umstände oder wird traumatisiert oder muss zugucken, wie seine Eltern traumatisiert werden, gibt es also die verschiedenen Faktoren, die miteinander interagieren. Und hier gibt es also eine sehr eingehende große Untersuchung mit Tausenden von Fällen, wo also man untersucht hat, wie die einzelnen Kindheitsbelastungen, wie die sich auswirken. Und da hat man also unterschieden zwischen keiner Kindheitsbelastung und mehr als zwei, drei, ich habe jetzt nur mehr als vier hier aufgenommen. Und da sehen Sie, dass also wenn ein Kind mehr als vier Belastungen seiner Kindheit durchgemacht hat, ist die Chance, später alkoholkrank zu werden, um den fünffachen Faktor erhöht. Sehr wichtig auch ist die Depression. Die Depression kommt sozusagen im Schnitt zu 19% oder kann vorkommen in der Normalbevölkerung, wenn eine Frau mehr als vier oder mehr Kindheitsbelastungen erlebt hat, kann das bis zu 55% Wahrscheinlichkeit hochgehen. Und bei Männern sehen Sie, das ist auch wichtig, haben wir in der Durchschnittsbevölkerung können sich